bist doch im Klaren darüber, dass ich anderes zu tun habe, Elliot? Ja, Eure Hoheit. Ich bedauere die Störung, aber es ist wichtig. Unsere Berichte bestätigen, dass die Rebellen scheinbar mutiger geworden sind. Sie haben Drassen angegriffen. Sie haben Drassen erobert? Aber danach sind sie doch wohl abgeschlachtet worden, oder? Nun, Eure Hoheit, ich bedauere euch informieren zu müssen, dass sie gesiegt haben. Sie haben gewonnen? Gewonnen? Ah, Elliot, Sie Schwachkopf! Zwei Städte? Ich muss mir einen besseren Plan einfallen lassen. Schicken Sie mir meine besten Soldaten hinter diesen Kommandos her. Und schicken Sie mir Ihre Köpfe, wenn alles vorbei ist. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, Eure Hoheit. So, und zwar passiert jetzt gleich Folgendes, aber ich glaube, das mache ich später. Erstmal hier diese kleinen Sachen zu Ende. So, Trupp 2. Ira. Okay. So, aber ich würde sagen, kleiner Sicherheitscut. So, ups, ja genau, man kann hier mit Alt auch gucken, so was so die Zivilisten hier haben. Nur West, nur Helm, nur Leggings. Yay. So, okay. Normalerweise ist der Priester hier. So, man darf nicht hinten bei ihm einbrechen. Dann wird er mega sauer. Und das wollen wir natürlich nicht. Er hätte, glaube ich, auch nur eine Schrotflinte. Und zwar, ich glaube, auch eine Remington 870. Und die haben wir ja selber. Okay, hier ist der nicht. Wo ist der denn dann? Ich glaube, der wohnt auch irgendwo. So, dann würde ich sagen, dann bewegen wir uns alle mal wieder zurück in die Mitte. Okay. Bin gut angekommen. Und verpassen dem Aal sein Zastava. Am besten stellen wir das Zastava aber nicht. Ach, da ist sowieso. Okay, es gibt normalerweise dieses 10-mal-Visier. Das 10-mal-Visier kann man einstellen auf 10-mal, 7-mal und 3-mal. Und dann gibt es das Battlescope mit einer festen 7-fach-Vergrößerung, das man nicht einstellen kann. So, welche Magazingröße kommt denn hier rein überhaupt? Ich glaube 10er. Ah, genau. Das sind hier im Spiel natürlich die gleichen, die auch in dem Gewehr 43 drin sind. In Wirklichkeit haben Gewehr 43 und Zastava natürlich ein anderes Magazinschloss. So, das würde allerdings auch reichen. Haben wir hier sonst noch ein bisschen was? Ja, hier sind noch zwei Stück. Ach, das reicht locker. Das sind jetzt 1, 2, 5, 6, 7, 70 Schuss. 70 Schuss, das müsste reichen. Aber wir haben hier noch eine Flakweste. Die ist doch ganz schick eigentlich. Aber Moment mal, ist es eigentlich nicht schlauer, dem Aal anstatt dem Chicom eine Fallschirmjägerweste zu geben? Moment. Ich probiere es mal aus. Wie gesagt, die Westen einfach so auszutauschen, das gibt immer ein riesiges Chaos. Am besten einfach so austauschen. So. So. Ja, jetzt geht's. Zack, 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 zack. Zack, ah genau, das eine AK-Magazin, da ist jetzt nicht mega schade drum. Doof, dass das Knicklicht nicht in die Slots für die Stielhandgranaten passt. So, eine Granate weniger. Passt alles. Und, ach so, genau, das haben wir auch vergessen, das Fernglas. Ich bin noch ein bisschen schusselig. Das kriegt am besten jemand anderes. Das Coole an Ferngläsern ist, dass Ferngläser auch immer komischerweise in die Slots passen, wo eigentlich die, wie nennt sich das, Trinkflaschen und sowas reingehören. So, wir hatten aber hier noch was anderes, und zwar Flares. Mal gucken. Die sind natürlich für Nacht super. Okay, ich bin schon überladen. Bep, natürlich wären die... Ah, Seaman kann die tragen. Natürlich sind die hier in Seamans Händen besonders gut aufgehoben. Okay, passen nicht bei Altgott. Altgott hat auch so ein bisschen die falsche Klamotte an, oder? Altgott hat sowieso Munitionsmangel. Werden aber demnächst beheben. So, Altgott braucht 223 Remington-Munition. Hä, merkwürdig komisch, dass die, was war das, eine Bergmann? Nee, eine Seal-Swedish, was ist, eine Carl Gustav. In Wirklichkeit ist das eine Carl Gustav. Seal-Swedish K ist ja die
Die modernisierte Form mit dem Schalldämpfer. Sagen wir hier Machete, hier noch ein Flair. So. Perfekt. Sehr gut ausgerüstet für den Nachtkampf. Nicht perfekt. So, dann laufen wir nochmal mit allen hier hoch. Okay. Angekommen. Ich bin hier. Und wollten hier noch ein bisschen was mitgehen lassen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. So, bevor Altgott später mit ganz ohne Munition da steht, wechseln wir mit Mumphy am besten mal auf das FNFAL. Und wo ist er? Hier ist er. Sehr gut, die kann man stacken. Jetzt ist er so ein bisschen ausgerüstet wie so Special Forces in Vietnam. Denn Special Forces in Vietnam haben sich auch immer so Shikoms von den Vietnamesen geklaut bzw. erbeutet und da dann ihre M16-Magazine reingestopft. Denn das normale M16-Tragesystem, also dieses Alice-System, das hatte ja die Taschen hier auf Hüfthöhe. Und dann hatte man als Special Forces immer so seine Taschen hier auf Hüfthöhe und dann nochmal so diese ganzen Magazine so vorm Bauch, also vor der Brust. Die haben sich dann ihre Shikoms immer relativ hoch geschnürt. Ich hatte auch mal einen, das war relativ cool für Airsoft und sowas. Fand ich auch relativ praktisch. Natürlich jetzt nicht so mega genial. Oh, hier ist noch mehr Munition für den Aal. Nicht so mega genial wie so modernes Zeug, aber doch schon relativ cool. So, und jetzt hat der Aal eigentlich mehr als genug Munition für das Tower. Okay, das geht noch nicht. Denn eigentlich ist dieses Mauser-Tierchen, also diese Mauser 712, relativ cool. Aber man muss erst einen MP-Holster finden für das Ding. So, es ist aber auch schon Ende für diese Folge. Und zwar ist es kurz vor Anbruch der Dunkelheit. Und jetzt wieder nochmal den Link zum Poll. Und zwar hätten wir jetzt die Möglichkeit, hier grüne Milizen auszubilden. Für blaue Milizen wird die Zeit nicht mehr reichen. Achso, opala. Falls jetzt jemand das nicht weiß, die Königin ist jetzt richtig sauer. Die wird jetzt einen massiven Angriff, also einen richtig, richtig harten Angriff auf Drassen loslassen. Das bedeutet, es können so 20, ich weiß nicht genau, wie viel das auf dem Schwierigkeitsgrad sind, so 20 bis 30 Feinde auf einmal werden jetzt Drassen angreifen. Wir haben die Möglichkeit, wir könnten jetzt hergehen und grüne Milizen ausbilden, die uns dann beim Kampf so ein bisschen unterstützen. Der Vorteil ist, dass Milizen, wenn die sterben, auch Gegenstände droppen. Allerdings würden grüne Milizen nur weiterhin Zweitweltkriegs-Equipment droppen. Also, wir könnten das mit grünen Milizen verteidigen. Für blaue Milizen reicht die Zeit nicht mehr, leider. Dann könnten wir das selber verteidigen. Und wir können natürlich auch hergehen und sagen, dass wir uns hier aus Drassen zurückziehen. Dann würden die Milizen, dann würden so in etwa 30 Milizen würden die Mine einnehmen. Dann würden 20 Milizen weiterlaufen und die Mitte einnehmen. Und dann würden nochmal 10 Milizen weiterlaufen und den Flughafen einnehmen. Das bedeutet, wir verlieren einmal ganz Drassen. Das macht unsere Söldner dann so ein bisschen traurig und die Moral sinkt. Allerdings müssen wir dann nur einen Zehner, einen Zehner und einen Zehnerkampf einzeln nacheinander machen. Das ist relativ einfach. Und dann können wir natürlich uns hier hinstellen und warten, bis diese 30 Milizen hier Drassen angegriffen haben. Und dann greifen wir Drassen an. Das hat den Vorteil natürlich, dass wir selber bestimmen können, wann wir Drassen angreifen, also wann dieser große Kampf mit den 30 Soldaten hier stattfindet. Dann können wir aber auch einfach hier bleiben, uns hier so ein bisschen verschanzen und dann hier diese riesige Schlacht gegen diese 30 Söldner hier veranstalten. Dann bedanke ich mich nochmal an dieser Stelle recht herzlich fürs Zugucken und schon mal fürs Voten. Also die drei Abstimmungen da drunten. Also Abstimmung, wie was machen wir mit Drassen? Abstimmung, sind wir Terroristen oder eine reguläre Armee? Und Abstimmung, ob wir zu Silvester ein Zombie-Special machen. Oder ob euch das ein bisschen zu albern ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann. Und natürlich auch noch nicht vergessen, den neuesten 7. Oh nein, nein, am besten nicht überschreiben, denn wir haben hier, tada, wir haben hier jetzt in 1.13 mehrere Seiten und wirklich, glaube ich, viele Seiten. Dann ist das LP Part 7 und speichert das, Save Game. LP PT 7. Das scheint funktioniert zu haben. Und dann sage ich, bis dann.